Erstmal hier. Sind wir ja nicht im GTA, also können wir auch keine Leute umfahren, also ganz, ganz klar kein Spiel auf der. Wobei das wahrscheinlich daran liegt, dass das schon vor so langer Zeit bewertet wird. Wird das heute nochmal bewertet wird, sondern ich hab 18 sein. Boah, diese Fässer, die regt mich manchmal so auf. Da fahr ich manchmal rein. Junge, das geht denn sowas von auf die Eier. Rennwerbe hängt aber ziemlich, ja gut, was heißt hängt das ziemlich am Arsch. Der ist 300 Meter weg, aber für das, was vorhin war. Jetzt kommt wieder so ein... Ja, Junge, perfekte Landung, die ganze Zeit. Naja, mehr oder weniger. Sah geil aus. Oh, Alter, wir werden einen Bunny überholt und jetzt wir mit seinem geilen Fuß, ey. Mit seinem Mega Warp Turbo. Ich weiß nicht, was das soll. Das sah auch geil aus. Du standest dann mit normaler Geschwindigkeit. Okay, ich hab mich auf den Kopf geachtet. Aber du standest dann mit normaler Geschwindigkeit. Und dann rast er auf einmal wie... Wow! Wow! Das war knapp. Ja, das also war knapp. Die ganzen Spielfahrzeuge natürlich keine Schnitte für mich, ne? Aber wobei, die sind auch manchmal echt extrem doof. Du fährst neben denen her und dann plötzlich drehen sie um auf deine, deinen Kurs. Und das ist total... Ja. Als ob die Entwickler das beabsichtigt hätten, das ist dann total unlogisch. Weißt du, was mir gerade aufgefallen ist? Nein. Am Ende der Fußgängerzone stand ein Stoppschild zu uns gerichtet. In der Fußgängerzone. Das wäre mal... Bitte schön, in der Fußgängerzone. Boah, den nehme ich jetzt hammergeil ran, ne? Mit Speedbreaker? Ja, komm mal. Boah, fuck! Ganz elegant davon, okay. Ja, ich hab es auch schon manchmal so geschafft, dass ich da so ganz lang geschrappt bin. Wie in dem Intro-Video, was wir vorhin gesehen haben. Ja, genau. Obwohl das Intro-Video ist der Hammer. Ja, das stimmt. Das ist mit die geilste Szene für mich. So, fahren wir jetzt das letzte Rennen oder lassen wir es bleiben? Ich glaube, wir können die Verfolgung direkt anschließen, oder? Wobei... Das können wir gerade machen. Ich sehe gerade, ich werde da. Ah, na schön. Dann würde ich sagen, gehen wir auf Pause. Wir machen eine Aufnahmepause, ne? Alles klar. Dann würde ich mal sagen... Oh, da kommt Polizei, da kommt Polizei. Bis zur Polizeiverfolgung warten wir da mal kurz und ich guck mal eben, wer mich angerufen hat. Bis und nachher. Bis gleich. Okay, und da sind wir wieder. Mit einem... Was haben wir da? Oh yeah. BAM! Alter. Boah, die geilen... Boah, wollen wir... Oh Mann! BAM! Polizeiwagen. Erstmal der erste Verstoß in diesem Spiel. Er läuft sich aus dem Start. Das ist ja bei dir selbst eine Verfolgungsstimme. Apropos Verfolgungsstimme. Das sieht eher so aus wie ein Dreieck auf der Karte, die ihr da unten seht. Und wenn man da durchfährt, dann werden natürlich alle Polizeiwagen in der Umgebung zerstört. Also ihr werdet ganz sicher sehen, man sieht, wie das kommt. Ja. Wir haben hier bestimmte Beschränkungen und Meilensteine. Einheiten haben sich gemeldet und sind unterwegs. Ich glaube, innerhalb von 10 Minuten verkauft und 2 Minuten. Über 2 Minuten über 4 Minuten, das werden wir schaffen. Wir müssen doch mal den zweiten Polizeiwagen rammen, dann haben wir Meilensteine. Diese kackgelben Autos, die haben mich, jedes Mal wenn ich das spiele, komme ich immer so ein kackgelbes Auto, am meisten komme ich dabei. So, davor einer, du solltest da. Ja, ich würde nicht noch wetten, dass die Flugzeugfahrzeuge in der Lage sind, hier zu folgen. Da wird noch ein Punkt. Das habe ich auch immer beim Schuhbein vergeben. Ah, die selbst kaputt. Hast du den jetzt gerammt oder? Come on! Bleib! Alter, willst du mich verarschen? Bleib! Alter! Okay, jetzt sollten wir am besten entkommen, nachdem wir den gerammt haben. Ey, das LOL, ich hab den doch gesehen. Okay, ich bin unsere Industrie, so viele Verfolgungsstopper raus. Ich glaube, der Bug mit der Rampe da wurde rausgefetcht.
falls du das nicht sehen wolltest. Ja, du. Ich wollte eigentlich nur den LOL! Und sowas passiert dann halt auch immer auf Stufe 4, nur dass man dann mit vier kaputten Reifen gespawnt wird. Warum? Das werdet ihr demnächst neu erfahren, wenn wir da sind. Diggis Donuts, Diggis Donuts, Diggis Donuts, Diggis Donuts, Diggis Donuts, Diggis Donuts, BAM! Gut, dass wir automatisch weiterfahren und die Polizei nicht. Jetzt fahr geradeaus und dann müsst ihr dann nicht. Ich meine, das werden wir wahrscheinlich nicht brauchen, weil man so entkommt, bevor wir da sind, aber... Ja, genau. Da, da ist diese Fluchtleistung. Verfolgungsdauer 1700 Kopfgeld. Rettete Polizeiwagen 57 Kopfgeld. Verfolgungsdauer 2 Minuten 5000 Kopfgeld. Fahrzeugkontakte 2 5000 Kopfgeld. Flucht, unter 4 Minuten, 5000 Kopfgeld. Gesamtkopfgeld 17.450. Das ist ordentlich, ja. Mein Junge. Mein junger Padawan. Der Grundregel, ja, der brauchen wir nicht, das ist nur für uns. Oh, da war noch was. War ja, noch was, das ist aber auch uninteressant. Text nach hinten. Regeln für Rennen gegen Blackest Fahrer. Ja, was für Regeln? Wir halten uns nicht an Regeln. Wieso willst du zum Unterschlupf? Das weiß ich gerade auch nicht. Also. Okay, jetzt fehlt nur noch Meilensteine. Ah, ja, wir brauchen noch ein bisschen Kopfgeld. Ja, nee, den kriegen wir durch den Meilenstein. Ah, ja, okay. Würde ich sagen, fangen wir an. Macht grad Clown. Jo, jetzt kommt jetzt ein geiles Tutorial, ne? Tutorial. Die Rockport Cops wollen uns fertig machen. Die sind überall. Je länger die Verfolgung dauert, desto stärker steigt dein Fahndungsstatus. Je höher dein Status, desto mehr Cops. Wenn's einmal eng wird, rase einfach in Objekte auf der Straße. Ich nenne das Verfolgungsstopper. Triffst du einen, ist der Cop entweder außer Gefecht gesetzt oder muss anhalten und sich um das Chaos kümmern. Es funktioniert, glaub mir. Jeder Verfolgungsstopper ist mit einem entsprechenden Symbol markiert. Um den Fahndungsstatus deines Wagens zu senken, versteckst du ihn einfach eine Weile. Dann interessiert er die Cops nicht mehr. Soll dein Fahndungsstatus schnell sinken, fahr in einen Shop und bau deinen Wagen um. Karosserie, Lack, ganz egal. Hauptsache dein Wagen wird nicht erkannt. Senk deinen Fahndungsstatus schnell, indem du deinen Wagen wechselst oder tunst. Das war übrigens die deutsche Stimme von Vin Diesel. Und oben in der Leiste, wo man auch wo gleich ein Pfeil erscheint, grüne Pfeile bedeuten, Polizei ist immer auf uns zu. Und rote oder orange Pfeile bedeuten Mautstelle, beziehungsweise Mautstelle nicht Radarfall. Ja, Radarfall. Ja, die Radarfall ist keine Schnitte für uns. Das machen wir mit 177 km Kopfgeld. Weiter geht's. Wow! LOL! Was soll? Was war das denn? Normalerweise... Ja, genau! Normalerweise sind die LKWs fahrende Festungen. Die sind unerschütterlich, aber... Manchmal gibt's da so bestimmte... Okay, gucken wir mal nach, was wir noch brauchen. Ein Rennen brauchen wir noch. Genau, das Maximum. Okay, ja, dafür, ja. Das Rennen können wir noch fahren. Ja, komm, ein Rennen machen wir noch so ein schönes Maximalrennen, ja. Am Arsch. Und Ronny müssen wir... Quatsch, Ronny. Was geht die Kamera? Das kann ich nicht. Das müssen wir dann nicht. Ja, Snap, Coleman und Snap. Ja, Coleman, der hat Snap doch schon mal was weg. Das bin ich so am Arsch. Ja, am Arsch. Das bin ich nämlich kacke, wenn man kein Nitro hat. Am Anfang benutze ich immer Nitro. Vorsprung aufzubauen. Ja, bis du so ein Sport, dass man die Spitze nicht ist. Ja. Und nicht vor ein Extremspiel. Wenn die Gegner halt mal vorne sind, oder aus der Sichtweite, dann hat man das Problem, dass die so weit vorne sind, dass die keinen Fehler mehr machen. Also man kann die nicht mehr einholen, oder schwer. Ja, aber das ist auch immer ein guter Trick, hat aber jetzt leider nicht gesehen, dass man schon mal kaputt ist. Aber wenn ihr im Rennen seid und die Gegner sind ein bisschen hinter euch fahren, im Verfolgungsstopper, dann bremst du ihn manchmal noch mehr aus. Du kommst nicht vorbei. Slick. Du kommst da nicht vorbei. Das ist cool. Ja, das muss echt wahr sein, aber wenn die Zündung das auch okay. Hier, hast du gerade das Schild gesehen? Schiss oder Wichtig? Oder wo ist der Wolf? Oder wo ist der Wolf? Oder wo ist der Wolf? Das haben wir ja eben, hab ich ja eben gesagt. Ah,
Mann, du hast es. Ach ja. Er gibt Sinn. Das ist so eine tolle Probleme. Wo er halt umfährt. Bezirk Rosewood, soeben hat eine unbekannte Anzahl von Code 6 Mörsern gemeldet. Was hast du gesehen? Alter. Wie knapp das Rennen war, Alter, ohne Scheiß. Okay, und nochmal eine Nachricht, ne? Hey Mann, dieser Sonny sucht ein Rennen. Er ist neu auf der Blacklist, das ist also deine Chance. Versau es nicht. Ja. Okay, wir können natürlich jetzt schon... Warte, ich will noch eben... Nein, ich gehe in Unterschlupf. Okay, wenn du das willst. Ja, das will ich hin. Hast du auch eigentlich automatisch speichern sollen? Ja, normal schon, aber ich speichere lieber zum... Alles klar, Dann würde ich mal sagen, ich zeig nochmal eben... erstmal Schluss. Also jetzt, also theoretisch jetzt, könnten wir ihn jetzt herausfordern, aber leider haben wir keine Zeit mehr, um das noch zu tun. Nein. Aber das machen wir dann beim nächsten Mal, ne? Unser aktueller, Was hast du denn jetzt gemacht? Unser aktueller Spielstand ist Karrierefortschritt 2%. Daran werden wir noch ein bisschen zu arbeiten haben, aber für uns ist das natürlich kein Problem. Nee, das kriegen wir wohl hin. Keine Schritte für uns. Kopfgeld 21.450, für Sunny Bob ist 20.000, also das ist auch alles noch gut. Ja, das habe ich übrigens auch schon bemerkt. Wenn man alle Meilensteine holt in einer Verfolgung, dann hat man automatisch genug Kopfgeld, um den Gegner herauszufordern. Ja, ne? Wenn man dann auch noch die Radarfallen abfährt. Das ist mega praktisch. Ja, davon finde ich sowieso am geilsten, weil da kriegst du was gratis, Kopfgeld, musst einfach nur schnell genug durchfahren. Ja, das finde ich geil. Aber gut. Geld haben wir 8500 Ocken. Keine Ahnung, wie jetzt die Währung hier ist. Ich denke mal Dollar, wenn man hier jetzt 26 Millionen gewinnen kann immer. Ja. Aber ich nenne es lieber Ocken. Das ist Bauernslang und dann Hast das. Okay, also. Wagenauswahl, wir haben jetzt nur einen den Wagen, Kobalt. Den Kobalt. SS. Ja, ich weiß nicht, was ich meine. Ja, okay. Tja, aber ich würde sagen... noch zu sagen? Nix. Eigentlich nichts für diese Folge. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal, wenn es wieder heißt Need for Speed Most Wanted mit Philipp und Simon. Und bis dann. Ciao. Tschüss.